Ja, schön machst du das. Krass. Wow. Hey, liebe Hühner. Ich meine, hey, liebe Bastelfreunde. Schaut mal, was mein Huhn hier unten gerade gemacht hat. Huhu, sie hat frische Eier gelegt. Ihr fragt euch, was ich damit machen soll. Wir sind im Turbilotarium. Bemalen werde ich sie also nicht. Ich werde ein Experiment daraus machen. Könnt ihr euch eigentlich denken, was passieren würde, wenn man ein gewöhnliches Hühnerei in ein Glas tut und Säure hinzugibt? Das werden wir heute in diesem Video anhand eines Experiments herausfinden. Für dieses Experiment wird ein Hühnerei, Essig und ein Trinkglas benötigt. Ich bin mir sicher, ihr habt diese Zutaten und Utensilien bestimmt zu Hause rumliegen. Das Experiment ist an und für sich ganz einfach. Ihr legt das Hühnerei in eurem Trinkglas und bedeckt es mit dem Essig. Das Hühnerei lässt ihr dann im Essig über Nacht stehen. Und wenn die Nacht um ist, dann sieht euer Hühnerei in etwa so aus. Okay, noch nichts Spektakuläres. Aber wenn ihr das Hühnerei mit Küchenpapier etwas trocken tupft und dabei die obere Schicht ganz vorsichtig abreibt, dann passiert etwas ganz, ganz Spannendes. Schaut genau hin. Tada! Ich würde behaupten, Experiment gelungen. Schaut mal, was passiert ist. Das Ei hat sich in ein Flummi-Ei verwandelt, das sogar ein kleines bisschen hüpfen und springen kann. Aber drückt das Flummi-Ei nicht zu doll zusammen, denn, naja, ich werde euch am Schluss verraten, was genau passiert, wenn ihr das Hühnerei zu doll zusammendrückt. Aber zuerst werde ich euch sagen, was genau passiert ist bei diesem Experiment. Die Erklärung zu diesem Experiment ist eigentlich total einfach. Die Eierschale besteht aus Kalk. Die Säure im Essig oder auch im Zitronensaft löst die Eierschale ganz langsam auf. Was übrig bleibt, ist nur noch das Innere, also sozusagen ein nacktes Ei. Oder eben ein Flummi-Ei oder auch ein Gummi-Ei. Und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ihr das Flummi-Ei aufschneidet. Okay, dann schneiden wir mal das Flummi-Ei auf. Moment, Moment, stopp, nicht so schnell. Ich habe das Video an dieser Stelle gestoppt. Schreibt mir doch in die Kommentare, was eurer Meinung nach passiert, wenn ich das Hühnerei oder eben unser Flummi-Ei gleich aufschneiden werde. Na dann würde ich sagen, Trommelwirbel, los geht's! Schaut euch das einmal an! Das Flummi-Ei ist innen immer noch total flüssig und deswegen habe ich euch gewarnt. Drückt das Ei nicht allzu doll zusammen, denn eben, ansonsten würde das passieren. Und ja, oder ihr schneidet das Hühnerei am besten in eine Schale auf, so wie ich das gemacht habe. Falls dir dieses Experiment gut gefallen hat, dann zeig es mir mit einem Daumen nach oben und falls du das Video bis hierher geguckt hast, dann lass es mir in die Kommentare mit einem lachenden Smiley wissen. Das würde mich freuen. Schreib mir doch in die Kommentare, falls du noch mehr solche eklige Experimente sehen möchtest.